Dann, ich bin wieder da. Und ich gehe mal dorthin. Ja, erstmal natürlich wieder die 69-Füßler. Schön, dass ihr wieder da seid. Schön, dass ihr mich mal wieder begrüßt hier. Der Fleet! Der ist echt geflohen! Oh, was für eine Nulpe, ey! geil! Ach ja, ist das nicht schön. Wenn die Gegner fliehen, weiß man, dass man einfach nur unglaublich cool ist. So, Antidot bitte. Danke. So. Und hier rein. Stadt Kreskent. Dann gehen wir erstmal wieder ins Inn. Ja, das war mein Stuhl gerade, den ihr vielleicht gehört habt, vielleicht auch nicht. Ah. Ganz ehrlich, ich hätte eigentlich noch eine Frau mit reinnehmen sollen. Weil dann wäre es 2-2 gewesen, dann würden jetzt nicht drei Männer sich um eine Frau kloppen. Oder ich gehe einfach davon aus, dass... Ne, ist eine Heilerin. Verdammt, haben wir am Anfang ja schon geklärt. Naja, okay. Ich habe keinen Tod, deswegen muss ich da nicht hin. Ich will jetzt nämlich nochmal schnell zu diesen 12 Weisen gehen und mal mit denen quatschen, ob die noch irgendwas Neues wollen. Nicht mit allen, also nicht zumindest nicht laut, weil ich die Stimmen nicht mehr weiß, wie gesagt, aber zumindest leise kann ich das ja mal machen. Also mit dem einen, mit Jakob, oder wie der hieß. Ist der Jakob? Der ging ja, wenn ich mit einmal lesen mir den Namen gemerkt hätte. Das wäre eine neue Meisterleistung meines Kopfes und ist Luca. Ist ja nah dran. Mein Name ist Luca. Ich kann sie spielen, das ist der Standardtext. Der hat uns das Kanu gegeben. Vor 400 Jahren so weiter fort. Nein. Du noch irgendwas? 12 Weise und ja. Also nichts Neues. Schade. Aber der Typ, der geschlafen hat, vielleicht hat der noch irgendwas zu sagen. Man muss ja immer alle Möglichkeiten durchgehen. So. Das war Weißmagie, ne? Erstmal ganz kurz. Bimo. Ach, stimmt, das konnte ich gar nicht nehmen. Ah, da lag das Problem. Jetzt weiß ich es wieder. So, schläfst du noch? Ah, schon seit mehr als 10 Jahren ziehe ich durch die Länder und suche den Levitanit. Das ist fast Leviathan gesagt. Mein nächstes Ziel ist die Höhle im Norden. Aber in letzter Zeit ist meine Frau ziemlich sauer auf mich, weil ich so oft fort bin. Okay, das heißt, wir werden den Levitanit dort oben drin in dieser Höhle finden. Und, schneller als er da sein natürlich. Haha, Loser. Nein. Und meine Vermutung war richtig, wir müssen dort oben in die Höhle. Also, das ist wahrscheinlich eine Höhle hier. Und da gehen wir jetzt erstmal mit dem Schiff hin. Wenn ich mir das richtig überlege. Könnt natürlich auch hier hin und dann hier runter gehen. Aber ich glaube, ersteres ist näher. Schiffchen! Schiffeli, komm her! Trolla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 . Trollalalala. Titititi. Trolla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 . Trollalalala. Ja, ich kann mir solche Sachen manchmal auch merken. Manchmal, nicht immer. So. Dann eine Seefahrt, die ist vorbei. Eine Seefahrt, die ist lustig und schön. Wow. Bin ich wirklich so fame, dass ihr die letzte Reihe dort hinten auslasst und alle hier vorne steht? Ihr könnt gerne ein Autogramm haben. Ich habe eine Druckermaschine, nennt sich Blitzka. Hier, könnt ihr gerne einmal ausprobieren. Nachdem, wer das per Hand ein paar... Der Shangi hat sogar so viel Respekt vor mir, dass er flieht. Wow. Und dann hier meine Druckermaschine. Tieng. Drei Autogramme hier, bitteschön. Gerne geschehen. So. Ein Hinterhalt. Oh, jetzt haben sie zwei Könige mitgebracht. Jetzt sind sie mutig. Jetzt kommen sie. Jetzt wollen sie noch mehr Autogramme von mir. Ja, gerne. Könnt ihr haben. Meine Druckerpresse ist einmal angeworfen. Die bringt immer mehr und mehr und mehr. Meer und Wasser und Meer und Land und Seen und Regen und natürlich auch Autogramme. Wenn ihr mich mal lassen würdet, ich bin gerade wieder gegen das Mikrofon gekommen, tut mir leid dafür, dass ich durch meine eigene Inkompetenz euch das Zuhören an mir erschwere. Das Zuhören an mir? Das
dass ihr mir zuhört, Herr Schwerhold. Oder so ähnlich. Ist gerade schon wieder einer geflohen? Oder habe ich das bloß gerade so nur gehört? Nämlich gerade weggeguckt. So, richtig, ne? Ja. Gut. So, speichern. Jo. Speichern. Jo, immer ein extra Safe haben. Und jetzt nach nix. So. Bergkette. Gut, dann gehen wir nach oben. Bergkette. Es ist immer klar, Luftlinie funktioniert bei sowas nie. Das ist logisch. Wir gehen dort lang und Ende. Wir gehen etwas höher, wieder Ende. Man muss eigentlich immer daran wetten, außenrum zu gehen. Ist aber auch gut so. Ansonsten sieht man ja die Welt nicht. Kommt hier oben dann nicht der andere? Ja, hier oben kommt der andere. Es wäre so scheißegal gewesen, wo ich anlege. Ich komme da eh rein. Und hier nicht weiter. Was soll das denn jetzt? 409. Ja, ich weiß, dass du stark bist. Das musst du mir nicht immer wieder zeigen. So, hier ist wieder ein Wald. Dann kommen wir zum nächsten Hafen. Zu dem ich eigentlich gar nicht will. Was sind wir denn hier nochmal? Stadt Pavoka. Ach, hier haben wir das Schiff bekommen, ne? Ja, genau, hier haben wir das Schiff bekommen. Hä? What the hell? Okay, warte, haben wir eigentlich schon die Kümmer mit dem Gegner. Da will man einmal auf der Karte was gucken. Ein einziges Mal in den ganzen 2 Stunden jetzt. Einmal. Und da kommt ihr. Natürlich. Weil ich ja die ganze Zeit noch nicht auf der Karte geguckt habe. So, Großteil ist tot, der Rest wird jetzt auch noch mitsterben. Angriebe. Sehr schön. Gut. So. Genau. Nein. Jetzt. Genau, ich würde gucken, ob es irgendwo noch Flüsse gibt, die irgendwas umgeben hier. Aber das bringt mir oben, glaube ich, auch nichts. Zumindest nichts Großes. Und hier dann wahrscheinlich, um dorthin zu kommen. Oder ähnliches. Na egal. Werden wir dann sehen. Hoffentlich. Okay, dann geht's anscheinend hier lang. Oh, warum muss ich mich jetzt eigentlich wieder mit dem schwachen Gegner umschlagen? Wow, ein Schadenspunkt, das bei Sinu, fast schon Respekt. Weil es null nicht gibt. Hoffentlich. Okay, doch, dann gibt's hier keinen Schaden. Wir müssten mal Steam angreifen, dann wüsste ich das, aber das machen die ja nie. Aber ich glaube, es geht nicht tiefer als 1. Hm. Ich glaube, das ist eine Sackgasse. Glaube ich auch nicht, bin ich ganz sicher. Wie kann man denn da hier lang? Ach, durch das Mond dann hier. Ah. Toll. Alles bitte noch einmal zurück. Wieder auf Anfang setzen. Und den ganzen Weg noch einmal laufen. Klar, wenn man sich vorher die Karten nicht ordentlich anguckt, dann verläuft man sich gerne mal. So, das sieht irgendwie aus wie so eine Qualle oder was ähnliches. Wie der Schrei, genau, wie der Schrei sieht das aus. So, und oben das Gesicht, also gedreht, dieser Wald hier. Okay, das könnte eine Weile wieder dauern. Wenn die aber alle so viele Autogramme wollen, kann ich ja auch nichts dafür. Tut mir leid dafür. Mache ich beim nächsten Mal besser, da schicke ich ein paar Double von mir zur Autogrammstunde und der Rest kann dann hier campen. Von meinem Klon. Gut. So. Jetzt mal wieder Luft holen. Man hat zu wenig Luft im Gehirn, deswegen muss man gähnen. Nicht, dass man müde ist oder so. Nein, einfach nur wegen zu wenig Luft im Gehirn. Und zu viel Luft ist auch nicht gut, weil dann hat man so einen Luftkopf und genau hier muss ich hin. Im Angriffsvorteil. Was mich mal interessieren würde, kann ich jetzt mit dem Schiff dort gleich rechts anlegen und dann einfach mit dem Kanu weiterfahren? Also im Sinne von hier aussteigen und hier so weiterfahren. Ja, es wäre mal echt praktisch. Ich weiß es bloß nicht. So, Richtung bitte. Runter. Könnte was Geheimnis sein und oben ist richtig. Na, dann auf geht's, ne? Fangen wir unten an und arbeiten dann wieder nach oben. So wie immer. Wie eh und je. Und niemals endend. Immer erst einmal den falschen Weg. Ey, ich bin in eine Runde gelaufen. Cool. Also. Jetzt gucke ich mir den Wald hier an.
Sieht aus wie so ein Herz oder was ähnliches. Goblin-Wächter. Ich wusste, sie würden wiederkommen und mich in Scharen überfallen und dann keine Chance gegen mich haben. Aber der Wald hier als Hintergrund sieht anders aus. Ob das irgendeine bestimmte Bedeutung hat, erfahren Sie demnächst. Wahrscheinlich nicht, weil ich wieder an irgendeinem Geheimeingang vorbeilaufen werde. Falls ich das schon mal gemacht habe, aber... Hier scheint... Ne, hier ist nix. Nur noch mal ein paar Taranteln, aber ansonsten nichts. 157, yo, 291, schön, schön, schön. Schönchen. Okay, zwei Taranteln, damit kann ich leben. Auf geht's. Da gibt's auch ein cooles Lied auf YouTube. Wenn ihr gerade noch hier seid, könnt ihr es mal googeln. Der geschrieben Tarantula-Song, also Tarantula auf Englisch ist das Lied nämlich, und das geht ungefähr so: Tarantula, Tarantulas, everybody loves Tarantulas, and they're just fun. Danach kommt ein Teil, den ich mir leider nicht gemerkt habe, weil der Herz nicht das Lied gehört hat. If you just pass where hamster was, it's probably because of Tarantulas. Ja, ich glaube, das habe ich auch schon mal in dem Let's Play hier gesagt, dass ihr es mal gucken sollt. Aber jetzt macht's mal wirklich. Am besten am Ende des Parts, damit dann nicht so... Ne, ja, also jetzt zum Beispiel. Falls es jetzt ein Ende des Parts war, bin ich mir jetzt nicht so sicher. Hier geht's auch nochmal hin. Einfach mal gucken. Bevor ich immer wieder auf die Karte gucke, einfach mal laufen und gucken, was kommt. Auch wenn ich auf der Karte nicht sehe, ich gehe doch eh da lang. Warum gucke ich dann immer? Okay, um zu gucken, ob ich vielleicht wirklich richtig bin. Und dann weiß, wo ich hin muss. Oh mein Gott, Steam ist gelähmt. Egal, ich habe mich trotzdem gewonnen. Oh, das sieht. Ah, schade. Sieht verdächtig aus, aber ist trotzdem nichts. Ach, Menno. Schade. Okay. Dann kanuen wir mal wieder zurück. Links, rechts, geradeaus. Runter. Oh mein Gott, eine Höhle, die nicht angezeigt ist. Boah, endlich. Endlich eine Windflüsterhöhle. Ich glaube, man muss hier den Windtypen erledigt haben, um hier reinzukommen. Ich kann stehen. Hier ist nichts. Dann geht's hier weiter. Oder? Oder ja, genau, das ist so ähnlich wie der Altar der Erde, bloß dass kein Altar da steht. So. Lupa? Gamido? Lupa Gam. Und Imak Apulana. Okay, nein, nein. Auch falsch. Die Wände lassen unheimlich das Heulen des Windes widerhallen. Lumpa. Lupa. Gamido. Okay. Das sieht drachig aus. Ich freue mich, ein Drache. Ich weiß, das ist der falsche Weg, aber ein Drache. Cool. Endlich. Also, okay, er passt schon ein bisschen. Er passt halt eben zu Feuer und zu Luft. Deswegen. Aber immerhin ein Drache ist dabei, sonst wäre ich enttäuscht. Ganz ehrlich. Ein Drache, der muss dabei sein bei solchen großen, bösen Kreaturen. Und ihr seht, ich habe wieder etwas Geheimes freigeschaltet, was natürlich nicht auf der Karte angezeigt wird. Menno! Und was dazu noch kommt, die haben gerade eine andere Sprache gesprochen. Ich glaube, ich sehe jetzt bald ein paar Leute, die anders sprechen als wir auf dieser Insel hier. Vielleicht lerne ich auch die Sprache von denen und weiß dann, was der Typ mich gerade gefragt hat. Vielleicht hat er auch was gesagt. Und Ausrufezeichen heißt in der Sprache. Nein, Fragezeichen heißt. 3, 2, 1. Fragezeichen heißt diese Sprache Ausrufezeichen und Ausrufezeichen dieser Sprache Fragezeichen. Ja. Vielleicht sind auch die Gedanken, die du denkst, dass du gedacht hast, denkst du das? Oder so ähnlich. Ja, wenn du denkst, die Gedanken der Gedanken sind die Gedanken, die gedacht wurden. Und wenn du denkst, du hast gedacht, hast du schon verkehrt gedacht. Mensch, ich konnte das mal besser. Schon doch wahr. So, nee. Konnte, also auf Vergangenheit. Das E, auf dem E liegt die Betonung sozusagen. So, und rein da. Eishöhle, erstes Untergeschoss.
Das klingt wie bei den Zwergen. Pisco-Dämon! Ich müsste stärker sein als ihr. Rein theoretisch. Wenn ihr nicht alle auf eingehen würdet, wäre ich das vielleicht auch. Aber ihr hattet ja schon immer verdammt viel Lust, alle auf einzugehen und gruppenmäßig mich fertig zu machen. Ich kenne euch doch alle. Ihr Pisco-Dämonen, ihr könnt einfach nichts Gutes. Ihr seid immer noch böse. Aber manchmal ist es ja auch gut, böse zu sein. Siehe Dungeon Keeper. It's good to be evil. Das Leitmotto dieses Spiels. Nicht dieses, sondern Dungeon Keeper. Was wollte ich machen? Genau, ich wollte ihn hier rüsten und das Frostschwert wieder wegnehmen. Weil wir sind jetzt in Eishöhle. Und das Frostschwert vielleicht nicht so gut. Vielleicht doch, aber ich denke eher nicht so perfekt. Speichern nochmal. Warum? Weil ich kann. So. Ganz ehrlich, der mittlere Eisblock dort rechts unten sieht aus wie ein Insekt. Ganz ehrlich. Das... Oh mein Gott, oh nein, oh mein Gott. Aber ja, aber nein, aber ja, aber nein. Oh mein Gott. Dania. Als erstes. Was macht Velesta? Wir wollen es gar nicht wissen. Na doch, außer man ist der vor ihr steht. Auf ungefähr ihre Kopfhöhe, auf Höhe der Knie. Aber das ist schon wieder etwas zu sehr pervers. Nur ein kleines bisschen. Aber irgendwie muss ich mir die Zeit hier verderben. Und jetzt Dania! Lichtstrahl! Müsste von dem Eis reflektiert werden und deswegen doppelt so stark sein. Wenn nicht sogar vierfach. Hier geht's runter. Nee. Dort hinten geht's wieder hoch. Was soll das? Hoch, runter, hoch, runter, hoch, runter. Ich sehe schon, das wird ein spaßiger Trick hier drin. Ich dachte eigentlich, dass ich hier zum Altar des Feuers komme, aber weit gefehlt scheinbar. Sinus ist fast tot. Ich merke schon, Eishöhle und Altar des Feuers oder Feuerhöhle liegen schon etwas auseinander. Kleines bisschen aber nur. So, jetzt ist 800 Skill, Items, halt Potion. So. Und die Musik. Klingt irgendwie echt gut. Sie verzaubert mich irgendwie gerade. Ist... Ach du heilige Scheiße. Okay, Cockatrice krieg ich hin. Denke ich mal. Mist. Jo, vorne das krieg ich hin. Außer wir nehmen mich versteinern. Natürlich. Dania! Bling! Gut, so. Okay, noch ist hier nicht versteinert. Sehr gut. Ah, reicht. Perfekt. Und eine Goldnadel erhalten. Ist der noch. Oh, ist immer noch zu steil. Dann brauche ich die goldene Adel mal. Ja. Gut. So, und ich glaube, hier beende ich auch erstmal diese Session fürs Erste. Ich werde zwar sowas von keinem Plan haben, wo ich jetzt langlaufen soll als nächstes, wenn ich wieder anfange zu spielen. Da bin ich mir jetzt hundertprozentig sicher. Aber ich danke euch erstmal fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir haben jetzt die Feuer-Kali, also diese Medusa, erledigt. Vielen Dank dafür, jetzt sind wir in der Eishöhle, dort machen wir beim nächsten Mal weiter. Ich hoffe, es hat euch gefallen und auf Wiederhören!